Hallo meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu einer Septemberbotschaft hier für dich. Diese Botschaft möchte ich ganz gerne hier für dich erbitten, was Seelenpartnerschaften anbelangt. Für die Singles werde ich da nochmal separat eine Botschaft erbitten in einem weiteren Video. Bevor ich hier starte, möchte ich mich bei jedem einzelnen hier von euch recht herzlich bedanken für die wundervollen Kommentare, Likes, Geschenke. Vielen lieben recht herzlichen Dank. Ich starte jetzt einmal für dich, werde im Anschluss in die Deutung übergehen. Was kommt auf dich zu? Alle Kartendecks findest du in meiner Infobox, sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, findest du auf der Website. Ich habe das hier noch etwas umgestellt. Hier ist schon eine Karte rausgefallen, die werde ich auch direkt nehmen. So, meine Liebe, mein Lieber, ich hoffe, du kannst hier alles ganz gut sehen. Das sieht hier etwas sehr voll aus. Ja, aber es wollten sehr, sehr viele Botschaften hier auch fallen. Und vor allem habe ich auch reinbekommen, die Hauptenergien, dass diese für den einen oder anderen absolut wichtig sind. Also, worum geht es hier bei dir? Einmal aus dem Tarot haben wir hier den Mond. Hier geht es um eine starke Anziehungskraft im Monat September. Hier geht es auch um viele Personen. Ja, das heißt, du könntest im Freundschaftlichen hier ganz, ganz viele Menschen in dein Leben ziehen. Neue Begegnungen, neue Freundschaften, neue Liebe. Aber wir haben hier geschaut auf deine Seelenpartnerschaft. Ja, also hier ist eine ganz, ganz starke Anziehungskraft. Und vor allem ein Monat, der absolut rein auch was die Intuition beinhaltet, ja, dass man mehr und mehr auf seine Intuition, auf seine Sinne achtet und sich führen lässt. Wundervolle Botschaften hier. Ich
Des Weiteren zeigt sich hier in der Hauptenergie die romantischen Gefühle. Deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden. Und du hast dir jemanden inspiriert von dir, ja, oder du bist inspiriert von jemanden und möchtest diese Person jetzt näher kennenlernen. In Seelenpartnerschaften, Wunschpartnerschaften kann es sein, dass ihr euch noch gar nicht wirklich kennengelernt habt, dass ziemlich schnell ein Kontaktabbruch stattgefunden hat und das Ganze hier blockiert wurde, ja, von außen, um gewisse Lernaufgaben, hier gewisse Schritte für die jeweilige Person zu gehen, du für dich und er oder sie für sich. Ja, das einmal mit der Hauptenergie. Also sehr viel Romantik, sehr viel Gefühl, sehr viel Warmherzigkeit, was sich hier schon zeigt. Des Weiteren zeigt sich in Amos Botschaften ein Geheimnis. Alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Der Schleier wird sich bald lüften. Und es wird sich hier im Monat September ein Geheimnis für dich lüften, was du bislang noch nicht erfahren hast. Ja, was man dir eben näher bringen wird. Das heißt, diese starken Gefühle, denn es zeigt sich hier in jeglicher Form ein absoluter Monat der Romantik, des Gefühlvollens, der Anziehungskraft. Ja, das zeigt sich hier auch mit dem Schlüssel, dass man sich jetzt hier öffnet. Das heißt, du wirst dich öffnen, sprich dein Gegenüber wird sich öffnen, seinen oder ihren Gefühlen den Weg jetzt zu gehen. Wir haben die Entscheidung in Kopflage. Hier wird schnell eine Entscheidung zugunsten deiner getroffen. Du wirst für dich eine Entscheidung treffen. Du wirst für dich sehen, wo es hingehen soll. Du wirst dich lösen von Blockaden, Hindernisse. Die wirst du mit Leichtigkeit überqueren. Ja, das bekommen wir so als Kleinigkeit, denn wir haben hier den Baum der Heilung. Und viel angekommen sein, viele Dinge, was du hier klärst für dich, was du heilst, was du reinigst, ja, dass du wirklich rein auf deine Intuition achten wirst. Einladung, viele Treffen in der Öffentlichkeit, Begegnungen bekomme ich hier. Also wundervolle Botschaften hier für dich. Du öffnest dich auch immer mehr und immer mehr für das Wahre, ja. Das sagt mir schon ganz gleich hier im Tarot die Karten aus. Wir schauen jetzt auf die Themen und hier zeigt sich auch, also sehr, sehr viel Gefühl, ja. Wir haben die Antwort lautet ja, was auch immer du dich gefragt haben magst. Schauen kannst du das noch sehen, ja, romantische Liebe, Armungsfeil hat getroffen, also du bist hier fasziniert von jemandem, er oder sie ist fasziniert von dir. Auch diese Begegnung, ich bekomme hier viel, wo es zu Seelenpartnerschaften, Begegnungen kommen wird. Auch wenn du hier Single schaust, wo ich separat nochmal, was ich zu Anbeginn sagte, schauen werde. Aber, dass etwas Neues wieder entsteht zwischen euch. Ja? Des Weiteren haben wir hier eine Hauptkarte aus dem Tarot, die ich immer mit verwende, weil sie absolut sehr aussagekräftig ist. Ja? Das ist hier wirklich wie füreinander bestimmt zu sein, sich gegenseitig hier mit Liebe das Essen anzureichen, hier ganz offen zu sein für das wahre Gefühl von Herzen, ohne hier auf irgendetwas so Wert zu legen. Ja? Also ohne Bedingungen bekomme ich hier. Wie du sehen kannst, sind beide Personen männlich wie weiblich nicht bekleidet und hier ist die Akzeptanz gegenseitiger. Ja? Also hier achtet man nicht auf gewisse Werte, auf Status, auf Dinge, die in der Vergangenheit wichtig waren. Auch das legt man ab. Ja? Das bekomme ich hier klar mit den Fischen auch. Dass das für euch inakzeptabel ist, ja, dass das einfach in eins übergeht mit euch. Des Weiteren haben wir As Gabriel. Ein Geschenk der Leidenschaft, Gelegenheit und Inspiration. Die Chance, etwas Fantastisches zu tun, ein Gefühl des Staunens. Also hier bieten sich wundervolle Möglichkeiten, auch im Beruflichen, all das. Kurz dazu einmal, was wirklich sich lange, lange hingezogen hat, ja, wo es jetzt wieder zur Stabilität kommt. Auch dafür werde ich separat nochmal eine Legung durchführen, ja. Aber hier zeigt sich ganz klar die Wunscherfüllung. Ganz, ganz viel Gefühl, Intensivität, sehr stark mit absoluter Stabilität, ja. Wo man auch sehr viel Stress hatte und gewartet hat und sich nicht entscheiden konnte, ja, wo es bei dem einen oder anderen hier noch Falschheiten gibt, Destruktivitäten gibt. Von all diesen Dingen wird man jetzt auch aufgefordert, auf seine Intuition zu achten. Entschuldige bitte, die Kamera ist gerade ausgegangen. Da auf seine Intuition zu achten und sich seinen Gefühlen zu stellen. Mit der Karte As Gabriel. Des Weiteren haben wir As Raphael, also sehr hohe Karten hier für dich.
Eine positive neue Erfahrung, erfüllende Liebesbeziehungen, profunde und nachhaltige spirituelle Erkenntnisse. Aufgrund dessen, dass du, ihr beide, ja, das sieht man hier ganz klar auf dieser Karte, dass ihr beide euch so zueinander hingezogen fühlt, dass ihr beide in den spirituellen Wachstum gegangen seid, ja, dass man sich hier spirituell weiterentwickelt. Und den ganzen Monat September geschehen hier Dinge, was mit ganz, ganz viel Gefühl zu tun hat, ja, wo du Gefühle fließen lassen darfst, wo du das, was du möchtest, wo du das aus dir rauskommen darfst, bekomme ich hier, ja, dass du dich nicht irgendwo verstecken solltest, einschränken solltest, sondern einfach deine Gefühle, auch wenn es Tränen sind, Tränen der Freude bekomme ich hier, dass du diese zum Ausdruck bringst, ja, auch hier nochmal die Delfine, starke Seelenpartnerschaft zwischen euch. Ja, also ganz, ganz positive Veränderungen und vor allem hast du hier eine neue Erfahrung. Neue Begegnungen, neue alte Begegnungen, Erfahrungen, die du bislang in der Gefühlswelt noch nicht erfahren hast. Was ganz üblich ist in einer Seelenpartnerschaft. Das sind hier ganz, ganz andere Gefühle, die zwischen zwei Personen vermittelt werden, als wenn du jetzt mit einer Person in Kontakt bist, wo du der Annahme warst, dass das Gefühle wären, ja. Also hier ist nochmal die Definition, was Liebe beinhaltet. Ein ganz, ganz großer Signifikator dafür, dass du das Wahre entdecken wirst. Die wahren Gefühle zu einer Person, mit einer Person. Und wir haben die Meditation. Also viel Meditation durch Intuitivität, durch Intuition, Rückzug. Ja, das heißt, er oder sie hat sich lange auch zurückgezogen oder du hast dich lange zurückgezogen. Aufgrund dessen ist er ja oder sie jetzt bereit, mit dir in die Wunscherfüllung zu gehen. Hier ist die Wunscherfüllung. Hier wird ein Traum wahr, das definitiv. Was auch immer du für Träume manifestiert hast, ja, was du hier tief in deinem Unterbewusstsein, wofür du auch immer in die Affirmation gegangen bist, gebetet hast und hier auch Selbstmeditation durchgeführt hast, Eigenmeditation, wo du starke spirituelle Erkenntnisse auch bekommen wirst. Ja, wir schauen ja auf die Zukunft hier. Und wir haben das perfekte Timing, wundervolle Botschaften. Wir haben ja auch die Leidenschaft in Kopflage, also das Leiden hört hier auf, definitiv, ja. Das perfekte Timing hier für dich, das darfst du wahrnehmen. Wir haben die Flitterwochen, genieße die Ekstase eurer festlichen Zeit. Also hier, entweder gehst du auf Reisen, wirst hier jemanden begegnen, ich bekomme stark eine Begegnung, auch etwas Neues, was hier geschieht, ja, weil du die wahren Gefühle kennenlernen wirst. Du wirst hier ankommen. Das ist wie, als ob man mit einer Person ankommt. Du siehst eine Person und weißt, er oder sie ist es. Ja, das weiß man ja schon von vornherein in Seelenpartnerschaften. Da zweifelt keiner mehr. Da zweifelst du nicht, da zweifelt er oder sie nicht. Ja, das weiß man. Und hier solltest du all das genießen, jede Minute genießen. In den Gefühlen, ja, jedes Gespräch, jede Kontaktaufnahme, jede Kommunikation, du solltest deinen Gefühlen freien Lauf lassen, da wir viel das Wasser haben, ja, bekomme ich, wir haben hier das Wasser, wir hatten hier das Wasser auch, ja, dass du wirklich deine Gefühle, was ich vorhin schon sagte, frei lassen solltest. Wirklich, wenn du ein Gespräch führen möchtest, solltest du auch wirklich darüber reden, was du möchtest, ja, was du dir wünschst, was du auch nicht möchtest. Das ist auch nochmal eine ganz klare Botschaft hier im September, dass du zu dem stehst und irrelevant, ob es das Berufliche ist, ja, oder eben aber auch in der Liebe. Sich für die Liebe zu öffnen, sich einzugestehen, was man wirklich möchte. Und das ist das Gefühl, wieder Lebendigkeit zu bekommen. Das Lebhaftige zu erfahren, bekomme ich hier. Den Genuss wieder zu finden. Wo ist der Genuss? Ja? Und der Genuss liegt ja in deiner selbst. Das heißt, in deinem inneren Gefühl, dein Herz, ja, was es dir sagt, du möchtest ankommen, du fühlst es, du spürst es, auch wenn du hier alleine bist, wobei ich hier ganz, ganz viele Kontakte auch sehe. Es ist rein für dich ein gefühlsvoller Monat, wo Leiden, was einem immer Leiden geschafft hat, was zum Abschluss kommt, weil du jetzt wieder Gefühle zulässt und vielleicht warst du in der Vergangenheit blockiert, er oder sie war blockiert. Ja, hier spricht ja jemand nicht.
Auch in Partnerschaften, vielleicht bist du in einer Partnerschaft, möchtest diese aufleben lassen. Ja, das bekomme ich hier auch für ein, zwei Personen. Und hier wird aber über das gesprochen, was man möchte. Was einem eben, in der Vergangenheit hat man immer darüber diskutiert, was einem nicht passt. Und jetzt ist es wichtig, darüber zu sprechen, wie man es gerne hätte. Ja, von den Gefühlen her. Aber wenn man nicht darüber spricht, wenn man sich nicht mitteilt, kann er oder sie ja gar nicht wissen, worum es im Eigentlichen geht. Man kann es ja nur erahnen. Ja? Das bekomme ich hier auch. Gespräche von Herz zu Herz, spricht ehrlich miteinander über eure Gefühle. Und in der Vergangenheit hat er oder sie sich immer zurückgezogen. Ja? War distanziert, war klar, strukturiert, wie du es hier sehen kannst an der männlichen Person. Irrelevant, wie du hier schaust, solltest du von Frau zu Frau schauen, Mann zu Mann schauen, bitte ich dich diesbezüglich einmal umzudenken. Hier geht es im Monat September darum, dass die maskuline Energie in die weibliche Energie umgesetzt wird. Das heißt, wieder mehr Gefühl zulassen, aus der klaren Struktur raus, aus der klaren Linie raus, auch mal sich ruhig wagen, einen anderen Weg einzuschlagen und nicht immer diesen klar strukturierten Weg zu gehen, sondern wirklich auch mal bewusst, ja, vielleicht hat er oder sie oder du in der Vergangenheit auch immer Scheuklappen aufgehabt. Bekomme es für die allgemeine Energie. Jetzt geht es darum, diese abzunehmen und schon mal nach rechts und links zu schauen. Was ist da eigentlich? Ja? Was verbirgt sich denn da? Ja, dass man nicht nur den Tunnelblick hat, sondern dass man auch mal dahinter schaut. Und dieses zulässt, was kommen möchte, weil es möchte ja fließen. Leidenschaft, erlaube deinem Herzen und deiner Seele vor Freude zu singen. Und du wirst dir jetzt erlauben, und das ist irrelevant, wie du hier schaust, für was du jetzt schaust, ja? Du wirst dir jetzt erlauben, einmal hier klar auszusprechen, was du fühlst, ja? Wie du dir es wünschst. Nicht in der Kommunikation Vorhaltungen, ja? Dass du das Gegenüber mit Vorhaltungen konfrontierst, sondern du wirst jetzt deine Wünsche äußern. Wie du es gerne hättest, was ich vorhin schon gesagt habe. Und bitte nicht, wie du es nicht hättest. Dann kommst du schnell in Konflikten, ja? Die sich dann auch hier bei dem einen oder anderen zeigen könnten. Es ist bewusst, diese ganzen Dinge, die dich in der Vergangenheit manipuliert haben, gestresst haben, Eifersuchtsthemen, all das, diese ganzen Dinge, die dir nicht dienlich waren, die dir einfach nicht dienlich sind, die legst du jetzt einfach weg, ja? Das gibst du ab. Diese schwere Last, den Rucksack stellst du beiseite und gehst in deine Gefühlswelt. So bekomme ich das hier. Eigentlich hat sich schon alles hier gezeigt, was hier liegt. Ja, habe ich schon alles näher gebracht. Wir haben sehr viel Gefühl, auch in der Situation, was sich hier zeigt, im häuslichen Bereich, ja, dass du neu beginnst, neu startest, dass du dir einen Wunsch erfüllst, einen Traum erfüllst. Vielleicht kaufst du dir ein Haus, vielleicht kaufst du eine Wohnung, vielleicht ziehst du um. Hier erfüllst du dir einen Wunsch, und zwar mit einem Partner, ja? Vielleicht auch familiärbedingt, ja? Mit deinem Kind, Kinder etc. Also hier erfüllst du dir deine Herzenswünsche, weil wir haben hier die Wunscherfüllung, wir haben den Erfolg im Beruflichen, all das, was sich lange, lange wirklich hingezogen hat, ja. Auch wo andere Personen dich versucht haben, auf einen anderen Weg zu bringen, findest du jetzt zu dir selbst zurück. Und es ist auch wichtig, in diesem Monat zur Selbstfindung zu kommen. Und das hat rein mit der Yin-Energie etwas zu tun. Ja, Gefühle freien Lauf zu lassen, aus klaren Strukturen rauszugehen. Wir haben hier die neue Liebe. Heiße die Chance zur Liebe, die sich dir jetzt bietet, willkommen. Perfektes Timing. Ja, ich lege das einmal hier in die Mitte, damit du das auch nicht hier vergisst. Es sind wundervolle Botschaften. Du bist in die Akzeptanz gegangen, du bist rausgegangen aus einer Situation, dass du etwas kontrollierst, du bist für dich deinen Weg gegangen, ja, und hast ihn oder sie machen lassen. Und deswegen hast du jetzt das absolute Ja, ja, für dich, das Göttliche, das Universum, bringt dir jetzt deine Fülle, ja, was wir auch hier mit der Karte die Flitterwochen haben, dass du genießt, es ist Zeit zu genießen. Viel auch Reisen bekomme ich hier, ja? Also du erfüllst dich hier einen Wunsch, einen Herzenswunsch. Einmal mit der neuen Liebe. Du bekommst das Geschenk, es ist wie ein Geschenk Gottes.
Ja? Hier greift dieser Engel nach diesen Sternen und du darfst bereit sein, das anzunehmen. Ja? Du darfst, denn ich bekomme hier so eine Situation, dass du es gar nicht fassen kannst. Ja, du kannst es gar nicht fassen, hast auch immer vielleicht auch danach gegriffen, gefragt und bist ins Gebet gegangen, ja, Affirmationen durchgeführt etc. Und jetzt ist es soweit und jetzt traust du vielleicht am Ganzen gar nicht. Ja, es ist wahrhaftig, das bekomme ich hier. Dann haben wir, tu etwas für jemand anderen, schenke jemandem deine Aufmerksamkeit. Also wir haben hier wundervolle Botschaften. Also hier ist es wichtig auch, wir haben hier sehr, sehr viele Tiere darauf. Im Gemeinnützigen auch sehe ich hier eine Situation. Es könnte sein, dass du hier spendest, das bekomme ich auch. Dass du dich auch sehr mühevoll um Personen kümmerst, um Tiere kümmerst. Und jetzt bekommst du von dem Göttlichen, von dem Universum, all das zurück, was du in der Vergangenheit gegeben hast. Ja? Weil du hast dich um dich bemüht, du hast dich um dich selbst gekümmert und gleichzeitig aber auch um andere. Ja? Also hier ist die Botschaft wirklich, harte Arbeit wird auch belohnt. Ja, das bekomme ich hier. Und du wirst jetzt aufgrund dessen, da du immer für andere da warst, die Aufmerksamkeit anderer auch geschenkt hast und hier vielleicht auch manches Mal dich selbst vergessen hast, wirst du jetzt dadurch belohnt. Ja? Vielleicht gewinnst du hier auch eine Reise. Ja, das kann auch sein. Vielleicht hast du hier einen großen Gewinn. Ähnliches. Das schließe ich nicht aus. Ja, das hätten wir, glaube ich, schon in der Portalbotschaft. Ich meine, zweite Staple war das. Schätze deine Lieben. Es ist wichtig, andere von Herzen zu lieben. Ja, und du schätzt jetzt das, was du hast. Du legst nicht mehr großen Wert auf das Materielle. Das bekomme ich immer und immer wieder. Das hatten wir auch im zweiten Stapel. Dass du dieses Ganze jetzt loslässt. Ja? Dass du für dich einfach schaust. Diese Wärme, diese Geborgenheit. Ja? Für dich ist Luxus, bekomme ich hier für viele. Dass du einfach so in deinem kleinen häuslichen Bereich, ob es jetzt eine Wohnung ist, ob es dein Haus ist im Grünen etc. Ja? Dass du dich mühevoll um das bemühst, was dir sehr am Herzen liegt. Ja, und wenn du hier natürlich schaust, dass du das Ganze noch nicht getan hast, ist es jetzt wichtig, da mal zu schauen, weil wir hier auch die Schlange haben. Ich bekomme hier zwei Szenarien eben auch, ja. Dass du schaust, dass du deine Gefühle mehr Raum gibst, ja, so mehr aus dir herauskommst. Und zwar, was ich vorhin schon sagte, darüber sprichst. Heimliche Liebe zeigt sich hier auch, definitiv. Ja? Hier beobachtet jemand, hier schaut jemand ganz genau, ja. Die Augen sind hier offen, aber man spricht nicht. Und jetzt im Monat September wird man darüber sprechen, man wird darüber kommunizieren. Ich bekomme auch sehr viel Kontakte. Schätze deine Lieben. Also auch wieder so Harmonie zu Hause reinzubringen. Ja, das bekomme ich auch. Schenkt euch kostbare Zeit. Mit unseren Partnern in wichtigen Beziehungen müssen wir uns unbedingt die Zeit nehmen, einander zuzuhören und miteinander zu reden. Und das ist das, was ich vorhin schon reinbekommen habe, dass es hier wirklich so ein paar Personen gibt, die hier auf die harmonische Partnerschaft im Häuslichen schauen. Und da ist es ganz, ganz wichtig. Und es ist irrelevant, ob du jetzt hier auch auf deinen Wunschpartner schaust. Ja, im Allgemeinen sehe ich hier die Kontakte im häuslichen Bereich sowie im Kontakt im Außen, wenn du mit dieser Person nicht zusammenlebst. Ist es ganz, ganz wichtig, in der Partnerschaft zu reden, ja, zu kommunizieren. Und zwar nicht das zu kommunizieren, auch im Beruflichen. Und zwar nicht das zu kommunizieren, was dir gar nicht passt, sondern gefühlvoll dieses vermitteln, wie du es gerne hättest. Ja, was ich hier schon mehrfach betont habe. Denn sobald du in die Position gehst, du hast dieses nicht getan, du hast jenes nicht getan, von hinten herum jemanden etwas näher zu bringen, weil man gerade einen schlechten Tag hat. Und hier ist es wichtig, das eben mit dir selbst auszumachen, das nicht bei anderen Personen auszulassen, sondern wirklich zu kommunizieren, was du möchtest. Und du möchtest ja Liebe, du möchtest ja ankommen. Und das kannst du nicht, wenn du mit deinem Gegenüber in Streitigkeiten gehst, in Vorhaltungen gehst, ja? Sondern dich wirklich dafür zu öffnen. Wir haben hier auch mit dem Schlüssel, dass sich hier etwas öffnet, ja? Dass du von Herzen heraus agieren kannst, dass du deine Herzenswünsche lebst. Und so ist es eben auch im Beruflichen, wenn du hier in einer Situation bist, ja, was du wehleidig tust, was dir gar nicht passt, ja, oder in der Partnerschaft, was dir absolut gar nicht passt, nicht gefällt. Du tust es aber trotzdem.
ja, dann bist du ja nicht in deiner Zufriedenheit, du bist nicht in deiner Fülle. Und natürlich kommst du am Abend nach Hause und lässt es dann an anderen Personen aus, falls welche da sind. Und wenn keine da sind, ist der ganze Frust, den du in dich hinein schluckst, mehr oder weniger. Und irgendwann eskaliert das Ganze. Also hier ist es wichtig, auch da eben klar zu sagen, was du nicht mehr möchtest, aber auf eine andere Art und Weise, ja. Wenn du immer manipuliert wirst und immer angegriffen wirst, dann sind es ganz klar Personen, die mit sich im Unzufriedenen sind, ja. Welche, die argumentieren mit Wut, Boshaftigkeit, Widrigkeiten, ja, das sind niedrige Energien. Diese Menschen sind nicht in ihrer Fülle, nicht in ihrer Stabilität, ja, diese Menschen sind unzufrieden. Wenn du natürlich mit solchen Menschen zu tun hast, ja, färbt das Ganze natürlich auch irgendwann auf dich ab und es zeigt sich deine Unzufriedenheit. Und hier ist es eben wichtig, in diesem Monat darüber zu kommunizieren, darüber zu sprechen, ja. Denn wir haben hier auch die Vergebung. Vergebung, vergiss, das Leben ist so wertvoll, um es sich zu verderben. Also hier bitte bewusst nochmal, da eben auch hinzuschauen, was möchtest du nicht mehr? Ja, hier darfst du darüber kommunizieren, es dem anderen auch vermitteln. Nochmal zurück auf das Allgemeine, wenn dir etwas nicht passt. Ja, es kommt natürlich darauf an, ob das im Beruflichen ist, in einer Partnerschaft eben auch ist. Wenn du dich damit gar nicht mehr identifizieren kannst, dann darfst du damit rausgehen, um da in deine Erfüllung zu kommen. Ja, um in das zu gehen, was deine Wünsche sind, was deine Träume sind. Wo zieht es dich hin? Ja, Träume, auch nochmal ganz, ganz wichtig darauf zu achten. Vollmondphase ist ganz, ganz wichtig, bekomme ich auch gerade rein. Findet hier am 2.9. statt. In der Vollmondphase, wenn du das Wunschbuch hast, ja, hier auch regelmäßig damit arbeiten. In der Vollmondphase könnte nochmal eine Situation geschehen bei dem einen oder anderen, wo du hier noch so gespiegelt wirst, ja, das bekomme ich auch, wo dir Personen, das ist ja das, worüber man nicht spricht, wir haben ja auch die Schlange hier, ja, dass du da nochmal Innenschau hältst, ja, und dass du eben dazu etwas sagst, dass du den Mund nicht verschließt. Also Kommunikation ist das A und O in diesem Monat. Das bekomme ich immer und immer wieder. Also hier kommen überraschende Momente auf dich zu. Wir haben hier auch die Muschel, die sich hier öffnet. Mit einer Perle. Also schau hier bitte auf dich. Wundervolle Botschaften. Öffne dich hier bitte für das, was kommen möchte. Ja, also ganz, ganz viele Entscheidungen stehen im September an. Und du wirst definitiv auch den richtigen Weg gehen, denn wir haben die Entscheidungen in Kopflage und den Schlüssel vor allem. Das heißt, du gehst raus aus einer Situation, die dir nicht mehr dienlich war, ja, die dir nicht gut tut. Du lässt Hindernisse hinter dir. Ja, also ich bekomme einen ganz, ganz kraftvollen Monat mit Lebendigkeit und sehr, sehr viel Gefühl. Ja, auch wenn du im häuslichen Bereich jetzt, wenn jemand erkrankt ist, ja, erkrankt war auch über einen längeren Zeitraum, durch deine liebevolle Unterstützung, Umsorgung, das kann jetzt eine Person sein, das können Tiere sein, wird hier eine Genesung vonstatten gehen, ja, wo du viel Stress hattest, wo viel Aufregung war, ja, wo du dir Sorgen gemacht hast. Aber hier wird es wieder zur Genesung kommen. Es kann auch sein, dass du umziehst, in ein neues Haus, neue Wohnung ziehst, ja, dass du in der vergangenen, in dem Ort oder in dem Haus, wo Konflikte stattgefunden haben, Manipulationen, wo du dich immer krank gefühlt hast, ja, das kann durch jegliche Umstände sein, ja, das kann durch verstorbene Personen etc. vonstatten gegangen sein. Da, wo du jetzt hingehst, ja, wirst du dein absolutes Wohlbefinden finden. Ja, da wirst du dich wohlfühlen und du wirst hier sehr, sehr viel zu tun haben. Beruflich werde ich separat nochmal schauen. So, mein Lieber, ich wünsche dir hiermit alles, alles Liebe und vor allem Kraft. Fühl dich umarmt. Bis dahin.